Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Unserer großen Plattmar-Aktion. Gut, wir sind noch dabei, hier fertig aufzufüllen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Dann können Sie hier oben den Kleinsteinbruch wegmachen. Und ja, dann ist hoffentlich auch irgendwann der hier bald mal weg. Dass wir den letzten dann beginnen können. Hauptsache, sie stehen sich nicht wieder ständig im Weg. Mal sehen, wie es diese Folge wird. Also diese Aufnahmesession. Letzte Aufnahmesession war es ja teilweise verdammt schlimm. Ja, es geht schon wieder los. So, wir warten einfach, bis sie ganz fertig sind damit füllen. Der Zwischenzeit können wir ja hier auch noch ein Task schon mal machen. Volle Breite. Aber bitte füllen. So, eine Schicht füllen. Gut. Wie gesagt, wir warten, bis die alle fertig sind, bevor wir dann hier anfangen. Und ja, dann lassen wir sie hier hinten anfangen, den Steinbruch wegzumachen. Ne, eher hier vorne. Bis jetzt sehe ich 5 hier rumstehen, also 2 fehlen noch. Nicht mehr viel und sie haben die Schicht auch weg. Also zum Glück nur noch eine Schicht. Okay, ihr seid alle versammelt. Der Flat Task kann weg. Yay, eine einheitliche Ebene. Der Stein, Erde, Holz haben wir zu bald zu genüge. Wir können zum Beispiel einfach hier hoch einen Tunnel machen und den Berg abtragen.
Also ja, von dem Stück, wo vorher mal der Berg stand, ist nicht mehr viel übrig. Genauso wo hier mal der Berg stand, ist auch nicht mehr viel übrig. Gut. So, die tragen hier ab, die tragen hier noch fertig ab. Was sagt er denn großartig? Das kann nicht sein. Wobei, 232, doch, das könnte hinhauen. Ja, 240 sind nämlich das da. Und ja, wir müssen, bevor wir hier aufhören, wirklich gucken, dass wir wieder so auf 4000, 5000 Stein. Ja, die bauen hier schön ab. Die hinterlassen wieder eine Sauerei. So, haben wir schon weggeräumt. Gut, das heißt, wir können unseren letzten Quarry auf der Seite planen. Etwas zu tief ein. Genau, ein sauberer Block. Und mal gucken, die sind wahrscheinlich schneller damit, den hier runter zu hacken, als die damit die Fläche hier abzubauen. Vor allem, weil sie immer wieder aneinander hängen bleiben. Und halt komische Wege nehmen. Ist das denn ernst? Das war jetzt gerade noch interessanter. Er ist da hochgelaufen, um hier runter zu springen.
das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen crazy. Nein, das ist crazy. So nach dem Motto, richten wir doch hier einfach. Slalomlinien ein. Die sie nehmen sollen. Aber hey, wir kriegen langsam wieder Steine rein. Sind auf 184 runter. Und ich weiß nicht, inwieweit die Treppe mitzählt. Ja, allein hierfür schon brauchen wir wahrscheinlich 2, 3, 4, 5, 6 mal 2500. Ja. 6 mal 2500 sind 15.000 Steine ungefähr. Deswegen ist es erstmal gut, wenn wir das Vorratslager hier so auf 6.000 Steine wieder erhöhen. Maximum, was wir hier haben können, sind 8.000. Was ich mir aber auch mal so überlegt habe, unsere Brickthorns haben echt einen festen Magen, muss man schon sagen. Ich mir überlege, die arbeiten hier gerade an einer Kante, wo es ins Nirvana runtergeht. Ohne runterzufallen und ohne sich in die Hosen zu machen. Stellt euch mal vor, ich würde das selber machen oder einer von euch. Ich glaube, ich könnte das nicht so direkt an einer Kante stehen und dann mit der Spitzhacke auf irgendwas einhauen. Ich weiß, da wartet mein Tod auf mich. Wobei, Brickthorns können ja nicht sterben. Brickthorns spawnen ja immer wieder.
Ja, jetzt sah er auf mich. Da läuft er die Treppe hoch, nur um da runter zu springen. Ja, es ist auch gerade wieder so, dass ich nicht viel sagen kann, weil wir müssen wieder warten. Also wir warten darauf, dass sie hier fertig sind. Wobei die ganz gut, die haben nur noch drei Ebenen. Das heißt, ich sollte wirklich schon mal den nächsten Steinbruch einrichten. Zwei Ebenen tiefer. Wieder so ein schöner Block. Halt doch, Steine wollen wir. Minus 1. So. Hier haben wir auch gesagt, dass wir Steine wollen. Gut. Oh ja, hier wird es auch immer weniger. Wir sind schon bei 120 und